Okay, mein Name ist Hubi Frey. Ich heiße Hans-Peter Müller. Und wir sind zusammen das führende Bademeister-Team der Bade Nebike. Wie ihr seht, haben wir am Samstag, 4. Mai, Eröffnung von der neuen Badesaison 2024. Und wir freuen uns, möglichst viele Leute am Eröffnungstag hier zu sehen, dass sie auch sehen, dass wir noch sind und bereit sind, für die nächsten 4 Monate den Badebetrieb aufzunehmen. Ja, uns ist es natürlich in erster Linie ein Anliegen, dass sich die Leute wohlfühlen, ob sie sich sportlich betätigen wollen, ob sie einfach die Sonne geniessen wollen. Es soll ein Ort sein, wo man sich erholen und sich erfreuen kann. Und aus diesem Grund haben wir einfach wieder mal gesagt, wir schreiben wieder mal die Regeln aufschreiben, ums Bassin, auf die Liegewiese, dass man einfach mit diesen Regeln ein bisschen Rücksicht kann aufeinander und so ein bisschen Ego-Strips vermeiden und so einfach schauen, dass sie allen wohl ist und dass wir ein Miteinander haben und nicht ein Gegeneinander. Ja, wir haben dieses Jahr auch wieder etwas organisiert. Wir sind nicht mehr auf den Skulpturen, wir haben heute eher Bilder. Die Bilder hat Irene Giger gemalt aus Zolliken. Und wir werden hier eine Vernissage machen, wo wir am 11 Uhr ein Apéro offerieren.